Hallo allerseits, willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung von Gero Design. Da habe ich vor einer Weile schon ein Video gemacht, wo ich meine Meinung zu deren Produkten abgeben sollte. Und anscheinend hat es sehr gut gefallen und ich habe eine weitere Charge von Produkten bekommen. In diesem Fall zwei Sachen. Einmal die Biberschwanzschindeln im Maßstab 1 zu 35. Im vorigen Video waren da auch schon mal so Dachschindeln dabei, aber die waren viel zu groß für den Maßstab. Das sind jetzt maßstäblich korrekte Dachschindeln und dann auch noch das komplette Westwall-Diorama mit diesen Drachenzähnen. Da hatte ich im vorigen Video nur mal ein Muster mit ein paar so Sperren. Das ist jetzt das komplette Set. Schauen wir uns zuerst die Dachschindeln an. Die sind hier einfach in so einem Zipbeutel verpackt. Ganz einfach. Und da sind 1000 Stück beinhaltet, wobei mir gesagt wurde, dass da durchaus auch mehr drin sind, um eben ja, beschädigte Dachplatten zu kompensieren. Also es dürften so eher ja, 1200, 1300 Stück sein. So, ich leere hier mal ein paar aus und dann schauen wir uns das aus der Nähe an. So, hier das aus der Nähe. Die haben zwei Seiten, einmal eine etwas gröbere und eine etwas flachere Seite. Ich nehme an, die gröbere Seite soll nach außen, weil die flache Seite, die ist ein bisschen so eingemuldet. Das ist, glaube ich, die Seite, wo es praktisch eingegossen wird, wo es dann trocknet. Was man auch gleich sieht, ist, dass die Dachplatten öfter mal so Lufteinschlüsse haben, hier so an den Ecken, ja, oder auch beschädigt sind, so wie hier, dass ein bisschen was fehlt. Hier ist auch noch ein Stück dabei. Das kommt eben darauf an, wofür man das verwenden will. Also wenn man jetzt vorhat, da ein einwandfreies, perfektes Dach zu decken auf irgendeinem Modellbauhaus, dann wird man sich mit dem Set, glaube ich, ein bisschen schwer tun. Wenn man jetzt aber, und das ist ja doch eher das Wahrscheinlichere, vielleicht eine Ruine bauen will oder einen Schutthaufen, ja, dann ist das natürlich perfekt, weil ja, die haben ja schon die Beschädigungen oder sind zerbrochen, die kann man eigentlich so nehmen, wie sie sind, aufkleben und gut ist. Und das finde ich ist eigentlich ganz schön. Wie steht's mit der Maßstäblichkeit? Das war ja bei den vorigen Dachschindeln ein bisschen das Problem. Legen wir uns mal hier eine mal parat. Ich habe hier mal eine 1 zu 35 Figur von Dragon. Ja, also das sieht auf jeden Fall schon deutlich freundlicher aus. Das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall maßstäblich. Das ist schon mal ganz gut. Diese ja, 1000 plus Dachplatten kosten im Online-Shop bei Gero Design 7,90 Euro. Das ist, glaube ich, ein ganz akzeptabler Preis. Wie gesagt, wer perfekte Dachplatten sucht, der ist, glaube ich, hier nicht so gut beraten. Wer viele Dachplatten sucht, die man eben als Trümmerteile hernehmen kann, dann sind die auf jeden Fall eine gute Option. Also ich persönlich werde die auf jeden Fall gut verwenden können. Für diverse Trümmerlandschaften oder auch wenn man kleinere Gebäude hat, wo man da so Dachplatten braucht, in der Form. Ansonsten für intakte Dachplatten werde ich auf jeden Fall bei den Juwela Plastikdachplatten bleiben. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Haben aber halt den Nachteil, wenn man dann Trümmerlandschaften baut, die lassen sich halt nicht so leicht beschädigen. Da ist das ja etwas mürbere Material hier auf jeden Fall deutlich besser geeignet. Da reicht es eigentlich, wenn man hier ein bisschen so drauf drückt und dann hat man schon ein paar schöne Splitter, die man dann auf seiner Ruine verteilen kann. Kommen wir nun zum Diorama-Bausatz der Westwall in 1 zu 35 mit den Drachenzähnen als Panzersperren. Wie schon gesagt, in dem vorigen Video hatte ich dann nur die Musterpackung mit ein paar so Drachenzähnen. Das ist jetzt der komplette Bausatz, so wie er auch verkauft wird. Der kostet in der Gipsausführung, so wie er hier vorliegt, 14,90 Euro und in der Keramikausführung 19,90 Euro. Wo da jetzt da genau der Unterschied ist, kann ich nicht sagen. Ich nehme mal an, Keramik ist ein bisschen härter. Wobei ich persönlich mit Gipsbauteilen immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das lässt sich schön lackieren und altern. So, dann schauen wir hier gleich mal rein. Das ist ein sehr stabiler Karton. Hier haben wir eine Bauanleitung. Und die Teile sind mit jeder Menge Folie auch noch geschützt. Und wie man sehen kann, hier ist nichts zu Bruch gegangen beim Versand. Das ist oft das Problem bei so Gipsbauteilen, die
ja, werden da oft zu Staub zermahlen, weil einfach die Verpackung unzureichend ist. Hier scheint es ganz gut gelöst zu sein, keinerlei Schäden zu sehen. Das freut mich schon mal. Schauen wir uns zuerst kurz die Bauanleitung an. Finde ich gut, dass die beiliegt. Viele Bausätze dieser Art, auch von Gebäuden und so, sparen sich das. Da muss der Modellbauer immer selber schauen, wie er zurechtkommt. Dann finde ich gut, dass hier auf jeden Fall eine Anleitung beiliegt. Weil ich kenne mich auch mit diesen Befestigungsanlagen nicht unbedingt aus. Das ist eine gute Hilfestellung. Hier haben wir noch ein Foto von so einem echten Höcker, wie sie noch rumstehen. Dann haben wir hier den Inhalt vom Bausatz. Da sieht man dreimal Höcker A und so weiter und so fort. Kann man auf jeden Fall schon mal kontrollieren, ob der Bausatz komplett ist. Das sind hier die Fundamentteile. Hier wird dann gezeigt, wie man es aufbaut. Fundamentteile sollen so arrangiert werden und dann, wo die Höcker hinkommen. Und das wäre es auch schon. Hier habe ich mal alle Höcker aufgereiht. Höcker A dreimal, Höcker B sollte eigentlich nur zweimal beiliegen, liegt aber viermal bei. Höcker C sechsmal, ist komplett. Höcker D und E jeweils dreimal. Also alles da, beziehungsweise noch zusätzliche Höcker. Finde ich auch ganz nett. Schauen wir uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. Hier sieht man sehr schön die Oberflächentextur. Es wurde ja so eingeschalt und dann gegossen aus Zement oder Beton. Manchmal ist die Textur auch nicht so ganz, ganz klar. Das lässt sich aber leicht nachziehen, wenn man das will. Da braucht man kein besonderes Werkzeug dafür. So kleinere Luftlöcher und so, das ist durchaus realistisch. Wenn ich mir da hier den Höcker anschaue, der hat das auch. Du hast so kleinere Einschlüsse oder auch wo ein bisschen Moos wächst oder hier an den Ecken bröselt es ein bisschen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist eben auch bei diesem Gipsmaterial, das lässt sich recht schön lackieren. Es läuft ein bisschen Farbe weg, aber stört mich eigentlich nicht. Und es nimmt auch einen Wash sehr gut an, weil es ein bisschen rauer ist. Also ich habe da immer sehr gute Erfahrungen gemacht, auch bei Gebäuden oder so. Mag ich ganz gern. Lässt sich auch gut kleben mit Holzleim. Ja, lässt sich auch gut bearbeiten, falls man da irgendwie eine andere Form bräuchte oder so. Man kann das sich auch leicht zurechtschleifen und nachgravieren. Das sieht sehr schön aus, also mir gefällt, was ich da sehe. Ist auch gut, dass die Unterseiten sehr gerade sind. Dann lässt sich das auch sauber aufkleben, ohne dass man irgendwie was schleifen muss oder spachteln oder wie auch immer. Die sitzen alle sehr gut schon. Hier haben wir die Fundamentteile. Zweimal Nummer 1 lang, dreimal mit geschrägten Seiten, zweimal kurz mit geschrägten Seiten. Die Nummer 4 sollte nur zweimal vorhanden sein, ist aber viermal dabei. Und dann haben wir noch Nummer 5, so ein langes, gerades Stück. Also auch hier haben wir zwei überzählige Teile. Ansonsten auch hier ist der Guss ganz gut. Wir haben keine sonderliche Betontextur auf den Teilen, aber Gips als solcher, wenn man es lackiert, sieht eigentlich schon sehr betonartig aus. Und man muss auch sehen, dass diese Fundamente ja auch ein Stück in ja, den Diorama-Boden reingehen. Also die werden dann ein Stück rein versenkt. Also so viel sieht man davon später eh nicht. Der Guss ist sehr gut. Es sind auch hier nur wenig Einschlüsse da. Teile sind auch gerade. Also das ist auch sehr gut gemacht. So, hier habe ich das mal aufgebaut, damit ihr auch sehen könnt, wie das von der Größe ist ungefähr. Also ihr seht, das ist verdammt riesig, diese Sperranlage. Ich habe jetzt hier mal zum Größenvergleich von Tamiya den Panzer 2 stehen. Also der passt hier richtig schön dazwischen. Ja, also das ist verdammt groß. Wenn ihr das in irgendein Diorama einbauen wollt, also da muss es schon ein ziemlich großes Diorama sein. Jetzt hat sich auch herausgestellt, dass manche Teile doch nicht überflüssig sind. Es sind tatsächlich nur diese beiden kleineren Höcker überflüssig. Von diesen Fundamentstücken
Ja, die war nicht überschüssig. Das ist also im Bauplan falsch. In der Teileliste zumindest. Also Teil 4 braucht man in der Tat viermal. So war es ja auch dabei. Aber hier ist auf jeden Fall der Fehler. Ja, ansonsten, hier ist die Feindseite. Also, wenn man dann Breite haben will, bräuchte man ein zweites Set, was ich hier dann anschließe, nehme ich mal an. Ja, sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ich kann hier auch mal noch eine Figur reinstellen. Also, die größten Höcker sind im Prinzip ja, Übermann hoch. Also sehr beeindruckend, da kann man sehr viel mitmachen. Und wenn man dann überlegt, das Set kostet 15 Euro im Prinzip, also das ist ein Haufen Material und eigentlich schon ein Diorama für sich, da braucht man gar nicht mehr viel. Sehr interessant und beeindruckend, sicherlich ein Eyecatcher und ich glaube auch nicht, dass andere Hersteller was Ähnliches anbieten, zumindest nicht in der Preisklasse und in diesem Umfang. Das muss man ja auch sehen, das ist eigentlich eine komplette Sektion eigentlich, der komplette Querschnitt von diesem Höckerhindernis. Alles in allem gefällt mir das wieder sehr gut, was ich hier zu Gesicht bekommen habe. Da kann ich auf jeden Fall gute Noten für aussprechen. Die Dachplatten sind vom Preis her ganz akzeptabel, muss ich sagen. Sicherlich kein Schnäppchen, aber überteuert auch nicht. Und je nachdem, wofür man es braucht, sind die besser oder schlechter geeignet. Das haben wir ja schon besprochen. Die Panzersperren hingegen, finde ich, sind grandios. Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar. Wenn man sich überlegt, das Set kostet gerade mal doppelt so viel wie die Dachplatten. 14 Euro, 15 Euro, das ist ja wirklich überragend. Und mir ist auch nicht bekannt, dass andere Hersteller was Vergleichbares zu dem Preis bieten können. Und hier stimmt eigentlich alles. Der Guss ist gut, die Teile sind sauber verpackt und nicht beschädigt. Der Zusammenbau erfordert kaum irgendwelche Vorarbeiten, dass man irgendwas passend schleifen muss. Also muss ich sagen, das ist wirklich grandios und sehr empfehlenswert. Gerade wenn man ein größeres Diorama plant, ist es sehr gut geeignet. Und da sind einem auch die Blicke auf jeder Modellbauausstellung sicher, wenn man da ein Diorama hinstellt mit solchen Höckern in der Größe. Finde ich sehr gut gelungen. So, jetzt am Ende des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar gibt es wieder einen Gutscheincode für den Online-Shop von Gero Design. Und zwar 10% Rabatt bis zum 31. Oktober. Den Link seht ihr jetzt eingeblendet. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar andere Sachen, die euch interessieren. Oder schaut nochmal das vorherige Video an, wo ich noch ein paar andere Sachen von Gero Design vorgestellt habe, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.